Ich habe vor einigen Wochen ein Video gemacht, in dem ich erklärt habe, was ich in den Ferien immer so getan habe, um mich in der Schule zu verbessern. Also gerade jetzt, wenn wir auf das neue Jahr zu gehen, wie man im nächsten Jahr so richtig durchstarten kann. Beispielsweise habe ich dieses Jahr Abitur geschrieben, hatte einen Schnitt von 0,8 und ehrlicherweise habe ich wirklich nicht viel gelernt. Ich habe versucht, einfach ganz schlaue und effektive Lernmethoden zu finden und habe mich aber auch außerhalb der Schule, also außerschulisch weitergebildet und versucht, andere Skills irgendwie zu haben, die mich aber auch in der Schule weiterbringen. Und dann haben mich einige nach diesem Video gefragt, welche Skills ich denn so meine, also was mir geholfen hat in der Schule und jetzt auch im Studium. Und deswegen möchte ich heute gerne mal ein Video machen, in dem ich euch das genau erkläre, einige Tipps mitgebe und einige Ideen mit euch teile, also Kategorien, in denen ihr euch auch so ein bisschen weiterbilden wollt, falls ihr darauf Bock habt. Das sind alles nur Angebote, alles nur Ideen, natürlich müsst ihr das alles nicht machen. Ihr könnt ja gerne gucken, was für euch passt, worauf ihr Bock habt. Und falls ihr mal Zeit habt, könnt ihr diese Liste wieder mal zur Hand nehmen und die Sachen ausprobieren. Vergesst auf gar keinen Fall, den Kanal hier zu abonnieren für weitere Videos dieser Art. Hier kommt ganz viel zum Thema Lernmethoden, Schule, Organisation und auch Studium. Und ihr findet hier ganz viele motivierende Vlogs und andere Videos mit ziemlich viel Mehrwert. Okay, wow, also ohne Spaß. Eine Sache, für die ich sehr dankbar bin, dass ich sie gelernt habe, vor allem jetzt im Studium, ist das 10-Finger-Tippen. Also ich habe ganz viel geübt, wie ich schnell tippen kann. Und ich glaube, in der Schule ist es noch okay, wenn man auch handschriftlich mitschreibt und nicht so schnell tippt, aber an der Uni. Wirklich, in Vorlesungen muss man so schnell mitschreiben. Aber es gab schon Momente in der Schule, in denen Lehrer zum Beispiel ganz viel schnell gesagt haben, man alles trotzdem mitschreiben wollte. Oder auch generell, wenn man Aufsätze schreibt oder seine Seminararbeit schreibt oder Hausaufgaben macht und irgendwas einfach schriftlich tippen muss, will ich, dass meine Hände auch meinen Gedanken folgen können und ich nicht Gedanken habe, aber ich sie nicht so schnell mittippen kann, deswegen die Gedanken wieder verliere. Es gibt so verschiedene Online-Plattformen oder Online-Webseiten. Ihr müsst einfach mal eingeben, irgendwie 10 Finger tippen oder so. Oder könnt ihr dann interaktive Übungen machen und üben, schnell zu tippen. Ihr könnt dann beispielsweise tägliche kurze Übungszeiten einplanen oder so ein Ritual haben, dass ihr immer in der Pause das kurz übt. Und wenn ihr mit so grundlegenden Übungen startet und euch den immer ein bisschen verbessert, immer ein bisschen schneller werdet und das einfach regelmäßig ein bisschen übt, werdet ihr das irgendwann auch richtig gut können. Das nächste ist Speedreading. Denn gerade das Jurastudium ist ein Studium, bei dem man wirklich viel lesen muss. Und wenn ich jetzt weiß, ich muss in der nächsten Stunde irgendwie gefühlt 200 Buchseiten lesen, noch nicht mal gefühlt, wahrscheinlich muss ich da sogar wirklich, also in einigen Fächern, dann will ich nicht ewig dafür brauchen. Und ich habe mir vor einigen Jahren mal angeguckt, wie man schnell liest. Also diese Taktik heißt Speedreading und da gibt es auch eine bestimmte wissenschaftliche Taktik, wie das Gehirn da auch mitkommt. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, was ich euch sehr gerne nach unten verlinke oder beziehungsweise was ihr auch einfach suchen könnt. Ich packe euch hier das Thumbnail rein, dann findet ihr das auch. Ansonsten gibt es aber auch ganz viele andere Leute, die das sehr toll erklären. Ihr könnt es einfach mal googeln oder bei YouTube hier eingeben und dann findet ihr sehr viele Ressourcen, die euch das ganz gut erklären. Der nächste Skill ist Kommunikation und Präsentation. Wie viele Vorträge und Präsentationen musst du in deinem Leben, gerade in der Oberstufe, machen, die auch in deine Note reinzählen? Ich musste ziemlich viele machen. Beispielsweise hatten wir in meinem Politik-LK fast nie Tests. Wir hatten wirklich super selten schriftliche Übungen. Wir hatten fast ausschließlich Präsentationen und so Referate, die wir halten mussten, die dann eben unsere Note ausgemacht haben. Das heißt, wenn du nicht gut präsentieren konntest, hattest du einfach einen Nachteil. Und irgendwie ist es ja schon so, dass egal wie gut der Inhalt ist, wenn man das nicht gut darstellen kann, nicht gut sprechen kann, kommt es nicht gut rüber, man wird nicht so eine gute Note haben, was einfach unglaublich schade ist, wenn der Inhalt top war. Also für Präsentationen, aber auch für mündliche Prüfungen sind kommunikative und sprachliche Skills voll wichtig. Es gibt auf jeden Fall ganz viele so Sprachworkshops und so weiter, die ihr besuchen könnt. Aber es gibt noch ganz viel einfachere Möglichkeiten, seine sprachlichen Skills ein bisschen zu verbessern. Beispielsweise mache ich das immer dadurch, dass ich jede Woche ein YouTube-Video hochlade und mich jede Woche selbst sehe, wie ich rede. Also wirklich, das ist auch ein bisschen schlimm, sage ich ganz ehrlich, weil ich einfach seit 7 Jahren oder so nicht jede Woche sprechen sehe. Ich sehe jede Woche ein Video von mir selbst und schneide es dann ja auch selbst, wie ich rede. Und seitdem weiß ich wirklich gut, was ich gut kann und was ich nicht gut kann. Beispielsweise würde ich sehr gerne noch langsamer reden und bessere Pausen machen, wenn ich rede. Und ich weiß, dass ich da ein Problem habe, weil ich das wirklich regelmäßig höre. Und ich kann mich so aber auch kontinuierlich verbessern, weil ich genau Bescheid weiß, was meine Schwächen sind. Und das könnt ihr auch ganz easy machen, indem ihr einfach euren Vortrag einmal aufnehmt. Also ihr recordet euch selbst, wie ihr sprecht und macht so ein Video und dann hört euch das an. Und ja, es ist manchmal unangenehm, das zu hören, ich weiß. Aber das Gute ist, ihr könnt euch ja nur verbessern. Und dann guckt ihr mal ganz genau, wie gestikuliert ihr, wie redet ihr, macht ihr Pausen, wenn ihr redet, wie betont ihr Dinge, redet ihr schnell, langsam, alles drum und dran. Daran anschließend kann ich auch nur betonen, dass Skills wie diskutieren oder debattieren auch gerne
gesehen sind, sag ich mal. Ich glaube, es kommt immer so auf den Schwerpunktbereich an, den ihr in der Schule habt. Ich hatte halt Politik-LK und da war wirklich das A und O, dass man Dinge kritisch sehen konnte und sie dann auch diskutieren konnte von verschiedenen Perspektiven. Was mir sehr geholfen hat, und ich würde es wirklich jedem ans Herz legen, wenn ihr das könnt, ist bei Jugend debattiert mitzumachen. Jugend debattiert ist ein Wettbewerb, bei dem man genau das tut, also genau das macht, debattiert. Bei uns gab es erst diesen Wettbewerb auf Schulebene, das heißt, wir sind dann als Schule gegeneinander angetreten. Man musste über bestimmte Themen in einem bestimmten Format debattieren. Und ich bin dann auf Schulebene tatsächlich auch erster Platz geworden, deswegen durfte ich quasi weiterrücken und war dann auf Regionalebene, also in unserem Regionalverbund mit Städten aus unserer Nähe. Und da haben dann quasi die Besten gegeneinander debattiert. Dann ging es wieder weiter auf Landesebene und dann konnte ich sogar einfach im Landtag Potsdam dieses Jahr debattieren. Das war so cool. Und wir hatten auch Seminare, bei denen wir dann waren und gelernt haben, wie man richtig diskutiert und debattiert, wie man aufmerksam zuhört, wie man richtig argumentiert, wie man gute Argumente bildet, wie man auf die Gegenseite gut eingeht. Und es hat mir wirklich so viel geholfen. Also Jugend debattiert war eines der besten Dinge, die ich dieses Jahr gemacht habe. Ich weiß, das gibt es leider nicht bei jedem an der Schule. Es bieten nicht alle Schulen an, viele tun es aber, also nehmt da auf jeden Fall gerne teil. Was sonst auch gibt, sind generell einfach Debattierclubs. Also falls ihr Bock habt, wirklich, ich kann dazu nur ermutigen, es hat mich wirklich einfach dieses Jahr sehr viel gestärkt, auch wenn es an einigen Stellen echt schwierig war, herausfordernd war, unangenehm war. Aber im Nachhinein bin ich wirklich froh, das gemacht zu haben. Was auch immer nicht schlecht ist, sind Sprachkenntnisse. Sei es jetzt, dich in Englisch zu verbessern oder dich in Spanisch, in Französisch, in Latein, in deinen normalen Fremdsprachen, die du in der Schule belegst, oder auch einfach neue Sprachkenntnisse. Die Benefits sind klar und auch die Wege, wie man die Sprachen lernen kann, sind heutzutage wirklich vielfältig. Sprachlern-Apps, auf YouTube gibt es mittlerweile fast zu jeder Sprache wirklich viele Videos mit Native-Speakern, die das erklären. Lehrbücher kann man sich ja auch kaufen. Ich habe also auch richtig viele Videos zum Thema Koreanisch lernen. Ich habe mit Freunden schon voll oft darüber geredet, was ich gerne wissen oder können würde, wenn es nicht so schwierig wäre, sich darüber zu informieren. Beispielsweise würde ich richtig gerne total viel über so Ernährung und Schlaf und Körper und sowas alles wissen. Und es ist halt einfach so komplex, aber ich glaube, wenn man wirklich viel Ahnung hat davon, von Nährstoffen und so weiter, ist das wirklich life-changing. Also vielleicht habt ihr irgendwann ja mal richtig viel Zeit und richtig viel Bock, euch was beizubringen. Dann wäre, glaube ich, dieses Thema körperliches Wohlbefinden und auch seelisches Wohlbefinden wirklich ein Thema, zu dem man sehr viel recherchieren kann. Ja, und die nächste Kategorie ist die Kategorie, von der mein Kanal eigentlich lebt. Und zwar sind das Produktivitäts- und Lernstrategien. Denn man kann natürlich ganz viel lernen, extrem viel Zeit reinstecken und dann auch gute Noten erzielen mit viel Zeit und viel Aufwand. Man kann es aber auch reduzieren, indem man sich einmal informiert über Lernmethoden und diese dann anwendet und die so effektiv und schlau sind, dass man dann weniger Zeit fürs Lernen braucht. Wisst ihr? Weil dadurch, dass ich sehr viel mich informiert habe über Produktivitätsmethoden, wie ich schnell lernen kann, wie ich mich gut organisiere, wie ich meine Zeit richtig plane, habe ich jetzt so ein System entwickelt, dass ich mir Dinge super schnell beibringen kann. Das ist nicht kompliziert, man muss nur einmal die Zeit investieren, um sich das zu erklären und zu verstehen. Und das Gute ist, auf meinem Kanal habe ich richtig viele Videos, wie ich das ganz easy erklärt habe. Also guckt gerne vorbei, schaut euch diese Videos an. Es ist nicht viel Aufwand, sich die anzugucken. Ihr werdet damit aber sehr viel Arbeit in Zukunft sparen. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, beziehungsweise schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet, ob ihr noch weitere Ideen und Kategorien habt. Und ich wünsche euch jetzt noch wunderschöne Ferien, falls ihr noch Ferien habt, wahrscheinlich nicht. Aber ein schönes, neues, gutes, erfolgreiches, gesundes, glückliches neues Jahr und dass wir uns hier ganz bald wiedersehen. Deswegen vergesst nicht zu abonnieren und dann hoffentlich bis ganz, ganz bald. Bis dann, ciao!